Einen wunderschönen guten Morgen. Wieder zu Rollercoaster Tycoon 1. Ah, ist lange her, dass ich es mal wieder gespielt habe. Und ja, wir werden mal schauen. Wie gesagt, ich muss erstmal schon mal schauen nochmal. Was war die Siegesbedingung? Also mindestens 800 Besucher bis Ende Oktober, Jahr 3, Park zu haben, sowie ein Park von Wertung von 600. Ja. So, also wir hatten ja schon eine große Achterbahn hier zu stehen gehabt. Die zwei Mäuse. Und die Kassen klingeln ja immer noch. Ich weiß gar nicht, was ich hier gebaut habe. Bauen wollte. Ah, ich wollte hier genau die wilde, nicht die wilde Maus, sondern hier diese komische Achterbahn bauen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier zusammenkratzen können noch ein bisschen in der Zeit. Was wir hier noch machen können. So, mal sehen hier. Viele Stützen zu hoch. Okay, dann müssen wir sie doch runterfahren lassen. Ah, das ist auch für die Stützen zu hoch. Und lassen wir sie so runter heizen. So, dann machen wir mal eine Schrägkurve rein. Kriegen wir keine Helix nach oben? Abwärts. Aufwärts. Das klappt nicht. So. So. Müssen wir mal gucken, ob wir die... Die hat genug Schwung darunter. So. Ja, ich hoffe, euch geht's soweit gut. War ja jetzt viel, viel Helldiver, Scum und naja, mehr Helldiver, Entschuldigt. Die hier so hin gebaut kriegen, klar kriegen wir diese hin gebaut.
Die sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber wir müssen die noch ein kleines bisschen runter machen. Dass wir die dann hier hinten rinkriegen. Ich glaube, die kommt gar nicht mal an. Da. Oh, perfekt. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir den Ein- und Ausgang bauen. So, wieder mega hier. So, dann machen wir mal damals eine Lore. Und dann machen wir die Testfahrt. Halt die Testfahrt. Ich hoffe, die schafft es da hoch. Ja, warum ich heute auch nicht leicht gegangen bin, weil das dauert hier nicht lange. Und na, schaffst du das? Ne, die schafft das nicht. Ah, das war mir klar. So. Das schafft sie nicht. Müssen wir noch mal Kettenrinnen basteln. Könnten wir bei der Kettengeschwindigkeit noch was verändern? Ne, eigentlich nicht. So, dann probieren wir es noch mal. Ja, nee, warum ich heute nicht live gegangen bin, ist halt, weil das dauert hier nicht lange. Wir haben bald Oktober erreicht und es ist ja wirklich nicht mehr viel zu bauen. Zwar tue ich gerne auch schön bauen, aber dafür ist die Zeit einfach zu kurz hier. Kann man so sagen. Das funktioniert. So krass kannst du die ja auch nicht bauen, weil sonst heulen sie wieder hier rum natürlich, ne? Kennen wir ja schon. Gut, also sie kommt an. Dann machen wir mal 2,50 Euro. Jetzt muss ich mir bloß was überlegen, wie ich das mit den Eingang das mache. So, gut, so bauen. Ja, es hat ja, haben viele gesagt auch, dass Spiel wirklich früher an eine Kindheit erinnert hat. Und ja, es ist ein Spiel wirklich aus der alten Kindheitszeit noch, ne, sag ich mal, ne. Es war auch mega. Du hast stundenlang daran verbracht. Ist das, was mir gerade einfällt? Ich wollte ja mehrere Loren bauen. So. Jetzt. Jo,
gut, hier fehlt doch eine Fressmeile, weil die haben ja jetzt gesagt, die haben Hunger. Könnten ja noch hier in der Ecke. Pommes hinbauen. Eine Pizzeria. Ist eigentlich nicht mein Standard. Eigentlich mache ich immer so eine schöne Ecke, wo du dann schön essen kannst. Dann. So, Zuckerwatte. So, noch Ballonstand. Welche Farbe nehmen wir denn da? Oh, braun. So, Informationsstand. Ja, falls es euch interessieren sollte, könnt ihr auch gerne mal, wir können ja auch mal gucken, dass wir mal ein Spiel länger spielen. Also heißt, wenn ihr damit einverstanden bist, schreibt mir einfach, kommentiert mir einfach. Das könnt ihr gerne mal dazu schreiben, ob ich es länger, also mal länger spielen als nur die Saison, ne? So, dann bauen wir noch ein paar Parkbänke hin hier. Ja, kann hier nicht hingebaut werden. So. Ja, könnt ihr ja, wie gesagt, gerne mal kommentieren, wenn ihr wollt. Müssen wir mal schauen, was jetzt los ist. Warum die... Kann man die Achterbahn nicht leisten? Nein, aber... 25 Euro. Was wollt ihr denn? Oh, 2 Euro, mehr nicht. Ja, eine längere Saison bauen. Also spielen... Aber da würde ich dann lieber eine größere Map nehmen. Weil da können wir das auch nämlich mal richtig auskosten, sag ich mal, ne? So, was haben wir denn noch jetzt? So, also, das haben wir auch hingestellt. Wasserpark brauchen wir nicht, Rutsche steht auch. Go-Karts steht auch, das steht alles. So, die haben wir. Ah, wer noch die? Wir haben jetzt Juni. Aber bis ich fertig werde mit der, das wird ein Weilchen dauern. Und hier geht schon gar keiner mehr rein. Oder? Gefühlt. Doch, gehen noch welche rein. Ich muss jetzt bis mal kurz überlegen, wie ich die nächste Achterbahn baue, dass ich noch Platz habe. Wir könnten die ja, die eine könnten wir ja. Aber die war ja echt gut eigentlich. Hätte man noch mal einen eigenen Wurf machen. Die könnte man da unten lang fahren lassen. Das Problem ist bloß Pop-Achterbahn. Die Pop-Achterbahn ist da. Ah, die frisst aber schon Platz, ne? Da muss ich schauen, wie ich immer sie setzen tue. Weil ich muss ja irgendwie einen Gehweg haben. Dahin. Kann schon mal hier nicht gebaut werden. Weil hier wäre ja noch genügend Platz, sag ich mal, ne?
noch mal dann auch mal 2 Euro. Ich würde nämlich den Gehweg. Hier unten lang bauen. Die Minitoreisenbahn müssen wir ins hoch. Ah, ist der Achterbahn im Weg. Haben wir ja Landhöhen. Das ist immer das Nervige an der ganzen Geschichte. So. So, dann brauchen wir den. So. Dann bauen wir den runter. So. So, so, so. So, so. So, so. So. Ah, halt. So, gut. Dann könnten wir eigentlich hier die andere Achterbahn hinstellen, ne? Wäre ja eigentlich passend hier hoch. Den Bus hier hinbauen. Aber ey, ja, 2 Euro kostet die Bus noch. Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr sie euch nicht leisten könnt. Also, das ist schon wieder so ein Ding, ja, weiß ich nicht was, ne? Der Eintrittspark ist auch nicht mal teuer. So. Mal ganz erhöhen. So, klatschen wir die jetzt mal richtig schön hoch hier. Oh Mann, Mann. Halt. Nein. Oh Mann, Mann, Mann. Abwärts. So, hoch. Ah, klar. Da kommt also so. So. Kommen wir da ran, oder? Das wird eng. So. Oh, mal runter wieder. Mal wieder hoch. Mal wieder runter. Hier Helix, mal Helix links aufwärts, ja, ich sehe abwärts. Ich habe schon ein dummes Gefühl, die werden
werden rummeckern, weil die wieder zu krass ist. Meine Mama. So. Sehen wir mal hier eine schöne lange Bahn rein. So, und jetzt muss ich aufpassen. Ja, eigentlich nochmal. Na gut, kommt auf den Speed an, den er hat. Nochmal hoch, runter. Hoch. Na, jetzt müssen wir langsam runter. Und da haben wir schon ein Problem wahrscheinlich. Verkleinern. So. Land runtersetzen. Gut. Haben wir. So, dann wollen wir mal den Ein- und Ausgang bauen. Den Eingang bauen wir mal hier und den Ausgang bauen wir mal hier. So. Müssen wir mal erstmal eine Gondel machen. Ui, da gehen so langsam die Leute wieder runter. Halt, wir wollen eine Probefahrt machen. Dann schauen wir mal, ob die ideal läuft oder nicht ideal läuft. Wir haben jetzt Juli. Läuft doch eigentlich bequem, ne? Jo, die läuft doch bequem. So. Jetzt mal hier. Halt. Man sieht schon kaum was noch von der Achterbahn hier. Na. So. Machen wir die auch auf 2 Euro. Machen wir die auf schon mal. Ich, dass da Leute reingehen. Oh, da geht schon los. Oh, so hoch. Nee, jetzt muss man Geld. Kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Tja, kann ich auch nichts dafür. 50 Mal die nicht. Jetzt sagen sie alle, die ist so extrem. Wenn die so springen, dann sagen die schon, dass die zu extrem ist. Hier sind auch kaum welche drauf. Es ist, ich sag euch, das ist Wahnsinn.
Könnten höchstens mal der noch auch noch einen Schub machen und ins 50 geben. So sagten die Informationen. Außergewöhnlich extrem, Übelkeitsrate extrem, eine Mama, ey. Ja, das ist immer so, so eine Glückssache. Puh. Hier geht auch schon gar keiner mehr rein. Ey, das sind 10 Cent nur noch. Sagt der Besucher ein 70 Euro. Und kurz noch mal einen schönen hin hier. Stehen hier auch an. Habe ich eigentlich bei Gokart die Rundzahl geändert? Ja. Fahrzeugs. Achso. Ja, machen wir noch 2 Euro. So. Wie gesagt, das ist manchmal so eine kleine Glückssache. Und weil die so hoch geht oder was? Könnten ja mal das Diagramm angucken. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hm. 30G. Die wird nichts. Da wird keiner reingehen. Ach Mensch. Hamburger Stand ist da. Ja, dann können wir die auch löschen. Dann bringt die nichts. Schade darum. Oh, müsst ihr denn immer da gerade laufen, wenn ich das wegreiße? Hamburger Stand, den können wir gleich hier oben bei unsere Fristmeile hinbauen. Den Schirmstand haben wir den auch schon. Sein wird es 50 sein für den Fressen, ne? Für den Bürger. Den Schirmstand will ich gar nicht für den schon haben. Offen, ja. Oh, was sagt denn unsere Wirtschaft hier?
Ja. So, wir haben schon mal August erreicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Können ja noch mal Gutscheine verteilen. Gutscher. Ich mache noch mal Leute rein. Ja, das heißt es ist eigentlich nur noch warten, ne? Hier läuft alles. Samstoß? Oh Mann. Wie waren wir jetzt nochmal? Hier kurz überlegen. Mama muss eh eine Bobbahn ruft da. Ja, ich hab's auch eingesagt. Jetzt warten sie wieder wegen Geld. Kann ich mir nicht leisten. Tja, da kriegt mir die mit rein. Weiß nicht, ob die jetzt ein Update rausgebracht haben dafür, aber das ist mir noch auch neu. Wir auch nur. So, schauen wir mal, was wir noch haben. So, Achterbahn haben wir alles technisch. Haben wir auch alles technisch. Naja, den brauchen wir sowieso nicht. Fährt auch nicht so wirklich jemand. Mensch, ey, kannst du mir sein. Sagt mir das Karussell. Da fährt auch keiner so richtig damit.
Eigentlich könnten wir das auch anders machen. Wir könnten ja den Eintrittspreis von dem Park runtersetzen, dann gehen die. Weil wir haben ja hier noch Kohle. Und dann gehen die auch, glaube ich, wieder mehr in die Attraktion rein, bezahlen die auch. Ja, guck mal, wenn es jetzt kostenlos ist, ne? Ah, 10 Cent. Bin ich gemein? Ja, da geht jetzt doch auch keiner mehr rein, ne? Über Kopfschaukel ist da. Ist hier zu finden. Wo könnte man die hin platzieren? Nicht da. So. Ne? Okay, warte mal, dann müssen wir die abreißen nochmal. Falsch rumgebaut. Euro. So. So. Hey, die Eisenbahn ist auch so unnütze. Dass da jetzt keiner reingeht, ey, Gott's mal an. Kann mir die Achterbahn 9 nicht leisten. Wird noch kommen. Wir können ja den Park noch ein bisschen billiger machen. Steigen. Komischerweise dann steigt auch automatisch die Besucherzahl auch noch ein bisschen teilweise. Und guck mal, jetzt gehen sie rein. Weil die Leute haben ja auch die Knete dafür dann, ne? Wenn es regnet, dann kommt sowieso keiner. Lila, lila Schirm. Hier bloß eine Maus unterwegs. Na sieh, die Mäuse sind hier unterwegs. Sollen hier unterwegs sein. Ist hier bloß eine. Voll. Höchste Wartezeit. Muss noch runtergehen. 25 Sekunden. So. Beliebig. Weil es sieht so aus, ob da Bus eh immer fährt, ne?
Ah, die hängen hier hinten dran. Ne? Ah, das ist ja klar. Ah. Wollen wir mal schnell so machen. Oh, da kommt jetzt aber eine Masse raus. Ach, guck mal an, jetzt stehen sie wieder an hier in der Bob-Achterbahn. Ja, die geht hier unter der Erde. Was geben die Leute eigentlich gerne frisch denn aus? Ladenverkäufe. Oh. Das war aber jetzt wegen den Regen. Verkaufte Speisen. Gehälter. Oh, machen wir ganz ordentlich Plus, ne? Ist es wieder regnen? Ah, das ist immer schon geil gewesen. Ah, die waren nicht gerade einfach zu bauen, war auch teuer. Aber das ist geil, wenn die da so hintereinander fahren. Gerade weil die ist jetzt ein bisschen was schneller. Ich glaube, aber die kommt zuerst an. Glaube ich, jetzt war das so, ne? Vom Laser die sogar an. Haha. So äußern sich, dass der Eintrittspreis für die Parks sehr günstig ist. Vielleicht können sie den Eintrittspreis erhöhen, um mehr zu verdienen. Brauchen wir ja nicht mehr. Na, jetzt fährt keiner mit der Achterbahn, weil halt. Es regnet. Ja, wir haben hier noch Kohle. Also von daher stört mir den Eintrittspreis mir auch nicht so wirklich. Oh, was kommt denn noch? Was haben sie noch? Einhängeschiene. Ach so, das ist die. Ja. Ist nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, es bringt jetzt nichts mehr zu bauen. Wir sind jetzt im Oktober. Im 7. Es bringt einfach nichts mehr. Theoretisch nichts mehr, weil das Ding ist zu Ende. Halt. Abbruch. Wollen wir ja gar nicht. Könnten höchstens gucken, ob wir hier noch eine schöne Achterbahn finden, die wir mal so schnell mal hinklatschen können. Dann können wir noch einen Fußweg dahin bauen. Na. Ah, oh, nee, jetzt oder? Hä? Also, dann ziehen wir mal. Ach nee, machen wir was anders. Machen wir mal den Eingang hier hin und den Ausgang an den Ausgang hier hin. Ich wollte da den Ausgang hin haben. Den Eingang hier hin.
den Ausgang hier hin, Eingang hier hin. So. Also wie gesagt, das bringt jetzt eigentlich theoretisch bringt das nichts mehr. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, könnte ich mal gerne, falls es euch interessiert, können wir auch mal eine Karte länger spielen. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und wenn dann genügend Kommentare dazu da sind, dann würde ich sagen, ja, machen wir es mal. Spielen wir mal länger. Dann baue ich auch schöner. Und nicht einfach bloß so wild hingeklatscht, ne? Ja, jetzt war mir nämlich klar. Müssen wir nämlich absenken. Jetzt kommen wir nicht daran. Siehst du? Sollte doch eigentlich. Oh nee, jetzt habe ich auch wirklich. Warum hat denn der Eingang nicht dahin gehauen? Warte mal kurz. Mal schnell was schauen. Eingang war der Deck. Ach, der passt auch dahin, aber. Das ist jetzt mies dann, wenn der dahin passt. Den brauchen wir ja jetzt noch nicht. Und. Bau mal extra groß. Halt. So. So. Ja, also wie gesagt, wir könnten dann mal auch schön bauen. Dann suchen wir eine schöne große Karte raus. Und dann wäre es kein Problem, sage ich mal. Ne? Guck mal, jetzt geht jetzt nämlich die Fahrgelder gehen jetzt nämlich höher. Klar, der Eintritt geht jetzt runter. Und die Fahrgelder gehen jetzt höher. Und ich bin noch mal kurz mal AFK, bin gleich wieder da.
So, ihr seht, hab die Parkbewertung gewonnen. Ja, falls ihr dann bis hierher jetzt zugeschaut habt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal dann, ne? Und könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch machen oder mir einen Abonnent da lassen, wenn ihr wollt. Halt, ja, Content geben, ne? Dann bis später.